Liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sinngemäß, Allah Ta'ala spricht: So gedenkt meiner, und ich werde eurer gedenken, und seid mir dankbar und nicht undankbar, beziehungsweise verleugnet mich nicht. O ihr Gläubigen, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet, denn Allah ist mit den Geduldigen. Allahs Hilfe, Allahs Unterstützung ist mit denen, die sich gedulden, die standhaft sind. Und sagt nicht über diejenigen, die auf Allahs Weg getötet wurden, dass sie tot sind, denn bei Allah, sie sind lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Gewiss werden wir, Allah spricht im Plural des Majestätes, als König der Könige, gewiss werden wir euch prüfen durch etwas an Angst und Hunger und Verlust im finanziellen Sinne und im Verlust von Nahestehenden. Aber verkünde den Geduldigen frohe Botschaft, diejenigen, die, wenn sie eine Prüfung trifft, sagen, wahrlich, wir gehören Allah, wahrlich, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und auf diesen sind die Segnungen Allahs, die Barmherzigkeit und diese sind die Rechtgeleiteten. Das Thema dieser Passage, liebe Geschwister, ist Angst und Sorge, Trauer und Not. Und was wir benötigen, wenn wir in einem solchen Zustand uns befinden, wir brauchen Beistand. Und zuallererst sollten wir unseren Herrn um seinen direkten Beistand bitten. Und Allah Ta'ala sagt ebenfalls in der zweiten Sure, was ich vorhin rezitiert habe, war ab dem 152. Vers. In der zweiten Sure, der 152. Vers. Und was wir jetzt rezitieren, ist auch aus der zweiten Sure, und zwar der 186. Vers. Allah Ta'ala sagt: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Und wenn dich, meine Diener, nach mir fragen, so bin ich nahe. Allah ist direkt, seine Nähe ist direkt damit verbunden, dass ein Diener nach Allah Ta'ala fragt. Ich erfülle die Bittgebete dessen, der mich anruft, der mich bittet. Aber auch sie sollen mir antworten. Allah sagt, aber sie, die Bittenden, sollen auch mir antworten.
und überzeugt sein, auf dass sie den richtigen Weg gehen, auf dass sie recht geleitet sind. Allah Ta'ala spricht, dass wenn wir eine Bitte haben, er sie garantiert erfüllt. Deswegen nannte er sich auch selbst Al-Mujib, derjenige, der die Bittgebete erfüllt. Aber er hat mit der Erfüllung seiner Bittgebete verbunden, dass wir auch auf ihn hören. Wir haben eine Bitte an ihn, die er erhört, und er hat an uns einen Befehl gerichtet, den wir zu erfüllen haben, auf dass unsere Bitte wahr wird. Auf dass unsere Bitte wahr wird. Das heißt, wir müssen auch die logischen Konsequenzen umsetzen. Wenn wir eine Bitte haben, müssen wir auch danach leben, dass diese Bitte auch erfüllt werden kann. Wenn wir beispielsweise unsere 5 Gebete nicht erfüllen, täglich, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum wir Not durchleben, warum wir Ängste haben, warum wir Kummer und Trauer haben, warum diese ganzen Sorgen uns mitnehmen. Warum? Weil wir haben keinen Kontakt zu unserem Schöpfer. Unsere Seele ist nicht erfüllt, unsere Seele ist nicht gestärkt. Unsere Seele kriegt nicht ihre tägliche Nahrung in 5 Portionen, wie Allah Ta'ala es vorgesehen hat. Das heißt, unsere Bitte, ein Teil dieser Erfüllung ist, dass wir dem nachgehen, was Allah Ta'ala uns aus seiner Barmherzigkeit mitgegeben hat. Weiter, liebe Geschwister, sollten wir darauf achten, unsere Sünden zu reduzieren, beziehungsweise nicht nur zu reduzieren, sondern dass wir versuchen, sie ganz loszuwerden. Denn auch sie haben einen direkten Effekt auf unser Leben. Und sie führen uns in diese Zustände der Not, der Trauer, der Sorge, der Unsicherheit. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Und was dich an Gutem trifft, so ist es von Allah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Und was dich an Schlechtem trifft, das kommt von dir. Was dich an Schlechtem trifft, das kommt von dir. Die edlen Vorfahren, wenn sie Probleme hatten, wenn sie beispielsweise in der Ehe Schwierigkeiten hatten oder irgendwelche alltäglichen Schwierigkeiten, das Pferd hat sie abgeworfen, so pflegten sie, über ihre Beziehung zu Allah Ta'ala nachzudenken. Haben sie eine Pflicht vernachlässigt? Haben sie eine Sünde begangen? Haben sie die Rechte von anderen genommen, die Allah Ta'ala erlassen hat? Haben sie sich irgendwie abgewandt von Allah Ta'ala? Abgewandt, seine Nähe zu suchen? Das war ihre spirituelle Dimension, eine Schwierigkeit zu überwinden. Eine Schwierigkeit zu überwinden, die natürlich auch mit diesen Gefühlen einhergeht. Und wir befinden uns auch in Monaten, wo es wichtiger ist oder wo es mehr Anlässe gibt, nicht nur weltpolitisch und innenpolitisch, sondern auch was die Jahreszeit anbelangt. Schlagt es nach, es nennt sich Novemberdepression. Novemberdepression. Aufgrund der Jahreszeit, kürzeren Tage und das veränderte Wetter, ja, gibt es auch ein physiologisches Phänomen, dass der Mensch etwas unausgeglichener wird, dass er mehr seelische Schwierigkeiten aufzuarbeiten hat. Und das war auch eines der Anlässe, warum ich dieses Thema für heute gewählt habe. Ibn al-Qayyim, liebe Geschwister, er beschreibt über 100 verschiedene Effekte der Sünden, und zwar auf dieses Leben. Und zwar auf dieses Leben. Allah Ta'ala sagt in der 30. Sure, im 41. Vers: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen, wegen dem, was die Menschen gewirkt haben, damit er, Allah Ta'ala, sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben. Warum? Auf dass sie umkehren mögen. Allah Ta'ala verwendet diese ergreifende Sprache. Er lässt uns kosten. Das heißt, das Unheil
was wir durch unsere Hände, durch unsere Werke in die Welt setzen, Allah Ta'ala lässt es uns kosten. Nicht nur sehen oder hören oder irgendwie wahrnehmen, sondern wir schmecken. Ja, die wohl intensivste Art, etwas zu erfahren. Er lässt es uns also schmecken. Warum? Auf dass wir umkehren mögen. Aus meiner Familie kenne ich diesen Satz, der liebe Gott schickt die kleinen Strafen schnell. Das ist so eine urdeutsche Weisheit. Ihr wisst, ich habe auch ein bisschen eine deutsche Linie in mir drin. Ja? Der liebe Gott schickt die kleinen Strafen schnell. Manchmal, wenn man so einen bösen Gedanken hatte und dann etwas passiert, dann erinnert man sich an das, was einem die Verwandten mitgegeben haben. Und so habe ich eines Tages über diesen Satz mal nachgedacht. Der liebe Gott schickt die kleinen Strafen schnell. Was ist da so dran oder nicht dran? Einerseits möchte ich sagen, dass dies viel seltener zutrifft als etwas anderes. Nämlich, dass Allah Ta'ala uns Gnade für Gnade für Gnade erweist, eine nach der anderen, die wir aber nicht wahrnehmen. Und er hilft uns dabei, die eine oder andere Gnade wahrzunehmen und dann fangen wir an, uns zu schämen. Wir denken, Subhanallah, ich habe das nicht verdient. Oder warum ich, warum nicht jemand anderes? Und dieses sich schämen vor Allah wegen der Realisierung seiner Gaben ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung im Leben. Ibn al-Qayyim, er beschreibt sie in seinem Werk Madarij as-Salikin, wo er über die verschiedenen Stufen spricht, die man durchläuft auf dem Weg zu Allah. Er widmet diesem Gefühl ein besonderes Kapitel. Das heißt, eigentlich haben wir sehr viele Gnaden um uns herum, die uns dazu bringen sollten, uns zu schämen vor Allah. Weil wir anerkennen, dass wir sie nicht verdient haben. Beziehungsweise wir unsere Winzigkeit, unsere Nichtigkeit spüren gegenüber Allah Ta'ala. Kennt ihr das, wenn man im Flugzeug ist und man hebt ab und dann ja, werden die Häuser und die Landschaft wird so wie Lego erstmal, ja, wie Spielzeug. Und dann geht man noch höher und dann sieht man fast gar nichts mehr. Und man denkt sich, wie klein wir doch eigentlich sind. Und es waren nur ja, Hunderte von Metern, Kilometer. Aber wenn man sich das Weltall betrachtet, wo in Lichtjahren gemessen wird. Und ein Lichtjahr ist keine Zeiteinheit, in dem Sinne ist es eine Längeneinheit. Nämlich die Strecke, die das Licht zurücklegt, wenn es ein Jahr unterwegs ist. Ja? Wir wissen, wenn wir das Licht anmachen, ja, wir können jetzt nicht beobachten, okay, das Licht ging an und dann haben wir beobachtet, wie es auf die Wand traf. Nein, sondern das Licht ist an und auf einmal ist es überall. So nehmen wir Licht wahr. Stellt euch vor, wie lange ein Lichtstrahl, also wenn ein Lichtstrahl ein Jahr lang wandert, ein Jahr unterwegs ist. Wie klein wir doch sind. Und doch beschenkt uns Allah und bedenkt uns Allah Ta'ala mit seinen Gaben. Das sollte in uns dieses Gefühl von, wer sind wir eigentlich? Und trotzdem ist Allah Ta'ala mit uns barmherzig. Trotzdem sind wir überhaupt irgendwo bei ihm aufgeführt, aus seiner Gnade heraus. Und zum anderen, da wo das mal vorkommt, dass einen die, ja, wie man im deutschen Volksmund sagt, die kleinen Strafen vom lieben Gott schnell treffen, bleiben wir beim Wort klein, da ist das auch eine Barmherzigkeit. Warum? Weil Allah uns dadurch wachrüttelt. Er gibt uns ein Signal. Wie auch Schmerz erstmal ein Signal ist. Pass auf, Vorsicht, wenn du weiter so machst, dann wird das unangenehm, noch unangenehmer. Ich habe, als ich eines Tages davon erfahren habe, dass jemand, der mir nahe steht, die Führerscheinprüfung nicht bestanden hat, ich habe mich gefreut. Nicht aus Schadenfreude heraus, sondern ich habe Allah dafür gedankt, dass diese Person wegen einem Fehler den Führerschein nicht bekommen hat. Weil dieser Fehler, der wird sehr wahrscheinlich nicht noch einmal begangen werden. Ja, weil er Anlass dafür war, dass man noch eine weitere Prüfung machen musste und Geld ausgeben musste. Und ihr kennt das
Die meisten von euch kennen das Gefühl einer Führerscheinprüfung. Ich kenne es noch nicht. Ja, ich habe es noch vor mir, inshallah. Macht Bittgebete. Oh, Amin. Es muss endlich mal gemacht werden. Ich bin schon, ja, alter Mann. Gut. Ich war dankbar. Weil dieser Fehler hätte jemandem anderen das Leben kosten können oder sogar dieser Person, die mir nahesteht. Das heißt, diese kleinen Strafen, darf man nicht kleine Strafen nennen. Da möchte ich nachträglich meine Familie korrigieren, ja, die deutsche Linie. Das sind kleine Aufrütteleien, die wir dankbar annehmen sollen. Liebe Geschwister, wir haben nun festgestellt, dass wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wo wir mit Gefühlen umgehen müssen wie Trauer, Not, Sorge und Angst, dann sollen wir uns an Allah Ta'ala wenden. Mit unseren Bittgebeten. Wir sollen ein rechtschaffenes Leben leben. Wir sollen an unseren Gebeten auch arbeiten. Denn dadurch, ja, das sind die Wege der Erfüllung Allah Ta'alas. Und wir sollen darüber hinaus versuchen, ein sündenfreies Leben, soweit dies geht, zu leben. Wir werden immer Fehler machen als Menschen, aber wenn wir diesen Weg der Reinigung gehen, werden unsere Fehler A, weniger und B, weniger schwerwiegend. C, wenn wir sie begangen haben, werden wir schneller bereuen. Und D, wenn wir bereut haben, wird diese Reue länger anhalten, bevor man wieder den nächsten Fehler macht. Dass wir diesen Weg der Reinigung suchen bei Allah Ta'ala, wird uns helfen. Aber liebe Geschwister, den Weg zu Allah Ta'ala zu suchen, ist nicht das Einzige. Weil Allah Ta'ala aus seiner Weisheit und Barmherzigkeit uns als Menschen so erschaffen hat, dass wir voneinander auch abhängig sind. Und er hat einige über andere gestellt mit bestimmten Gaben, auf das, wie Allah Ta'ala im Koran sagt, sie sich gegenseitig in den Dienst nehmen mögen. Und Ibn Taymiyyah hat beschrieben, dass Allah Ta'ala die Menschen in schwierige Situationen bringt, auf dass sie dadurch in ihrer Gemeinde auch einen Anlass haben, Beistand zu erfahren. Das heißt, so, ja, so wird die Familie zusammengeschweißt, so wird die Gemeinde zusammengeschweißt, indem jemand eine Schwierigkeit hat und er erfährt Beistand. Das heißt, wir suchen auch bei Menschen, nachdem wir Allah Ta'ala gebeten haben, suchen wir auch bei ihm um Hilfe. Und wir nehmen diese Hilfe auch an. Es gibt diese Geschichte, dass ein ein Ertrinkender wurde aufgefunden von einem vorbeifahrenden Boot und dann hieß es, komm. Und er sagte, nein, ich warte auf die Hilfe von Gott. Und dann kam das nächste Boot und es hieß, komm, ja, wir retten dich. Und er sagte, nein, ich warte auf die Hilfe von Gott. Und dann beim dritten oder vierten, ich kenne die Geschichte nicht auswendig, ja, muss man auch nicht auswendig lernen, am Ende die Person starb. Und am Tag des Gerichts hat sie sich bei Gott beschwert. Das ist jetzt kein Hadith oder so, das ist einfach eine religiöse Geschichte. Okay? Dann, ja, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott spricht, habe ich dir nicht, ja, Hilfe geschickt und du hast sie nicht angenommen? Und wir sehen auch, liebe Geschwister, dass Allah Ta'ala, der Erhabene, sogar sein geliebtestes Geschöpf, nämlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Situationen gesetzt hat, wo er den Ratschlag von jemandem angenommen hat. Und diese Situationen, liebe Geschwister, sind zahlreich, nicht nur eine oder zwei. Und sie sind auch bekannt unter den Gelehrten. Nur, dass wir verstehen, ja, dass dies nichts Schandhaftes ist oder nichts Unehrenhaftes ist, dass man um Rat fragt oder dass man einen Rat bekommt, diesen Rat auch annimmt. Wir haben heute einen Informationsstand vom Verein Salam e.V., der in den letzten Jahren Seelsorgeausbildungen angeboten hat für die Notfallseelsorge. Das heißt, wenn irgendwo eine Gewalttat oder ein Unfall passiert und man muss der Familie eine prüfende Nachricht überbringen, ja, dann kontaktiert die Polizei diesen Verein, auf das ein muslimischer Seelsorger diese Nachricht überbringt und der Familie halt trostgemäß der Religion des Islams auch vermitteln kann. Notfallseelsorge war das eine Projekt und das andere Projekt war die Krankenhausseelsorge. Und ihr werdet überrascht sein, wie viele Geschwister auch alleine sind und auch vernachlässigt sind, wenn sie im Krankenhaus sind und sehr, sehr dankbar diese Besuche von den Krankenhausseelsorger und Seelsorgerinnen annehmen. Und wenn ihr
eine gewisse Ader für diese Arbeit habt, wenn ihr über 30 seid, wenn ihr das ernsthaft machen wollt, wenn ihr eure Zeit in den nächsten Jahren regelmäßig und beständig dieser Seelsorge geben wollt und ihr seid interessiert daran, auch diese Ausbildung mitzumachen, die auch sehr intensiv ist, die zeitintensiv ist, ja. Ich kann euch garantieren, ihr werdet euch selbst besser kennenlernen, ihr werdet euren Schöpfer besser kennenlernen und die Arbeit, die ihr später macht, die wird euer Leben sehr, sehr stark bereichern. Die wird euer Leben sehr, sehr stark bereichern. Ihr kennt die, schlagt bei Riyadus Salihin das Kapitel über den Krankenbesuch auf, ja, und ihr werdet dort Hadithe finden, wie dass derjenige, der einen Kranken besucht, ja, an einem Morgen 70.000 Engel werden für ihn um Vergebung bitten bis zum Abend. Und wenn er ihn am Abend besucht, dann werden 70.000 Engel um Vergebung für ihn bitten bis zum nächsten Morgen. Und dieser Hadith hat noch nicht mal die größte Belohnung, ja, trägt noch nicht mal die größte Belohnung in sich, aber ich will euch ein bisschen, ja, einen Anreiz geben, dass ihr dieses Kapitel mal aufschlagt bei Riyadus Salihin über die Vorzüge des Krankenbesuchs. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns vergeben kann. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Liebe Geschwister, als ich im Schulalter gewesen bin, hat mir der Ratschlag von einem Lehrer oder Pädagogen, ich habe ihn als Person vergessen. So sind wir Menschen, wir vergessen. Also ich weiß nicht mehr, wie er aussah oder wie er hieß. Aber ich weiß, dass er eines Tages sich mit uns hingesetzt hat und uns Umschläge gegeben hat und Papier und was zum Schreiben und gesagt hat, schreibt euch selbst einen Brief. Schreibt dir einen Brief. Einen Brief, den du in einem Jahr öffnest. Einen Brief, den du in einem Jahr öffnest. Schreib darin auf, wer du sein möchtest in einem Jahr. Was möchtest du bis dahin geschafft haben? Überwunden haben, losgeworden sein, erreicht haben. Wo möchtest du in einem Jahr stehen? Und wir haben das ernst genommen und diesen Brief für uns selbst geschrieben, an uns selbst geschrieben, und dann Mama oder Papa oder jemandem gegeben und gesagt, bitte gib's mir in einem Jahr wieder. Oder zu einem anderen Zeitpunkt. Und unterbewusst hat das einem sehr viel geholfen. Weil man wusste, man hat sich selbst einen Brief geschrieben. Und man wollte, wenn man in einem Jahr diesen Brief öffnet, ja, nicht dort stehen, wo man vor einem Jahr gestanden hat oder sogar noch Rückschritte gemacht haben. Man wollte etwas erreicht haben, sich vielleicht sogar übertroffen haben in seinen eigenen Erwartungen. Und das ist ein Mittel, liebe Geschwister, wie man sich mit sich selbst ein bisschen auseinandersetzen kann und wie man sich Ziele stecken kann und positiv nach vorne schauen kann. Deswegen möchte ich euch diesen Ratschlag auch weitergeben. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Muslim der Inhaber der Weisheit ist und dort, wo er Weisheit sieht, dort greift er sie auf. Ja, das ist unser verlorenes Gut. Wir haben am meisten Anspruch darauf, Weisheiten anzunehmen und umzusetzen. Und denjenigen, dem diese Idee sympathisch ist, Allah Ta'ala möge es für ihn segnen, wie es auch für mich gesegnet war. Ich darf euch darauf aufmerksam machen, dass ihr, inshallah, doppelt, dreifach spendet. Für die Interessierten später, ich glaube, unten ist ein Stand vorbereitet mit Bruder Salim, den habe ich gerade eben noch gesehen. Wo ist der Bruder? Genau, hier. Ja, kannst mal kurz aufstehen. Du bist der Ansprechpartner für die Brüder, es sind auch Schwestern da. Bruder Salim hat diese Ausbildung durchgemacht. Ja, es ist auch etwas, was einen weiterbringt und auch herausfordert. Notfallseelsorge und Krankenhausseelsorge ist jetzt auch im Verein selbst mit aktiv. Inshallah, wenn ihr diese gute Ader in euch drin habt und den ernsthaften Willen und wie gesagt über 30 seid und das Ganze ernsthaft angehen wollt, dann könnt ihr euch später bei dem Stand informieren und spendet auch inshallah doppelt von dem,
was euch Allah Ta'ala an Materiellem gegeben hat, einerseits für die Aktivitäten und für die laufenden Kosten der Moschee. Und danach, ist eigentlich nicht Spenden, aber irgendwo auch schon, geht bitte raus und holt euch alle ein großes Stück Kuchen oder lasst einfach so euer Geld da, denn die Geschwister sammeln für die Winterhilfe, die jetzt in Syrien ansteht. Und ihr wisst, dass es ein sehr, sehr dringliches Thema auch ist. Ihr wisst schon, wie kalt es hier ist und wir haben warme Sachen und Mützen und etc., die richtige Kleidung. Von daher, inshallah, spendet von dem, was Allah Ta'ala euch gegeben hat und er wird es euch in diesseits bereits besser ersetzen und es wird kein Verlust für euch entstehen. Und wenn ihr dann am Rausgehen seid, dann denkt dran, den Stand nochmal zu besuchen von den Geschwistern, die Winterhilfe in Syrien leisten wollen. So, übrigens Bruder Shahin, heb mal deine Hand. Genau, ein bisschen höher heben. Genau, der Bruder Shahin war schon öfters in den Krisengebieten in Syrien, unter Einsatz auch seines Lebens. Bitte macht sehr viele Bittgebete für ihn und für seine Familie und für all seine Angelegenheiten im Diesseits und im Jenseits und für alle, die ihn lieben und für alle, die er liebt. Er kann euch aus allererster Hand Informationen geben über die Lage dort und zählt auch zu den vertrauenswürdigen Geschwistern, denen man sein Geld anvertrauen kann. Wie gesagt, also heute habt ihr ein paar Gespräche vor euch mit Bruder Salim, mit Bruder Shahin und ja, gebt ein bisschen von eurer Zeit. Eure Zeit ist auch wertvoller als euer Geld. Ja Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, wir bitten dich um all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihr beten hat und wir suchen Schutz und Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Wir erbitten von dir, O Allah, Erleichterung für diejenigen, die Sorgen haben und dass wir Trost bekommen und auch trösten dürfen, O Allah. Bitte heile die Kranken und bitte befreie diejenigen, die in einer Notlage sind. Bitte helfe den Bekriegten und den Geflüchteten und den Gefolterten, O Allah. Und bitte schenke uns Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah, in Freiheit und in Ehre. O Allah, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und bitte segne die Familien, schütze unsere Kinder und lass uns deinen Weg immer mehr kennenlernen und immer mehr schätzen und lieben lernen und immer mehr praktizieren. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimis salah.